Hallo ihr Lieben, schaut mal, was ich heute gerade beim Einkaufen entdeckt habe. Den Oreo-Donut. Ja, es gibt ihn wirklich, einen Oreo-Donut. Und zwar gibt es den im Backwerk, habe ich ihn entdeckt. Und ich bin direkt in diesen Backwerk reingestürmt. Und er war nicht mehr da. Doch, der Verkäufer hat erkannt, als ich das Foto gemacht habe, da interessiert sich jemand für diesen Oreo-Donut. Und er hat mir einen frischen Oreo-Donut besorgt. Und der ist jetzt hier in dieser Verpackung drin. Gemeinsam mit euch werde ich diesen genialen Oreo-Donut essen. Und er sieht ihr das? Sieht er nicht geil aus? Er sieht mindestens so geil aus wie auf dem Foto. Und ich freue mich riesig, diesen Oreo-Donut gefunden zu haben, weil es ist ein super Trost nach dieser anstrengenden Woche. Ich habe keine Einhornschokolade bekommen. Das, was ich gestern entdeckt habe in Italien, diesen Nutella-Burger, kennt ihr den? Den gibt es auch bei mir auf der Facebook-Seite. Den würde ich auch mal gerne probieren, aber Italien ist mir ein bisschen zu weit. Deswegen hier in Deutschland, London aus dem Backwerk, den Oreo-Donut. Und darauf freue ich mich jetzt riesig. Gefüllt mit Oreo-Creme. Sag mal, wie geil ist das denn, oder? Gefüllt mit Oreo-Creme und Keksstückchen. Es ist einfach ein Träumchen. Und ich kann den auch gar nicht mehr länger angucken. Ich muss direkt reinbeißen. Oh Gott, wie geil ist das denn, oder? Donut. Es ist unglaublich. Es ist so schön, man möchte weinen. Wirklich. Weil er schmeckt frisch, er schmeckt nicht trocken. Die Kekskrümel von dem Oreo obendrauf sind 100% Oreo. Hier ist nichts fake, hier ist alles echt. Der Überzug schmeckt super geil. Und dann da drin noch die Oreo-Creme-Füllung. Kann es was Geileres geben? Nein, es kann nichts Geileres geben. Und mal ganz ehrlich, unter uns. Ja, ich bin ausgeflippt, als ich diesen Nutella-Burger von McDonald's Italien gesehen habe. Aber ein Oreo-Donut schlägt ja wohl alles. Das sind die kühnsten Träume eines Junkfood-Gurus wahr geworden. An diesem eigentlich sehr trostlosen Samstag mit grauem Wetter hat dieser Oreo-Donut mein Herz erleuchtet. Es ist genau das, was wir jetzt alle im Winter brauchen. Wir brauchen Schokolade, wir brauchen Süßigkeiten und ganz viel Spaß und Lebensfreude. Und das vermittelt mir dieser geniale Oreo-Donut aus dem Backwerk. Ich bin echt verliebt. Ich muss noch mal ein Stückchen abbeißen. Ich hoffe, ich schmatze nicht zu laut für euch. Ich gebe mir Mühe. Schaut euch diesen Donut an. Aber wenn ich jetzt das Video sehen würde, ich würde sofort rausrennen zum nächsten Backwerk und versuchen, so ein Teil zu bekommen. Es ist einfach hammer, hammergeil. Er sieht nicht nur geil aus, er schmeckt auch. Richtiges Träumchen, ohne Scheiß. Diese Oreo-Creme-Füllung da drin, es ist definitiv einer der geilsten Donuts, die ich je gegessen habe in meinem ganzen Leben. Ohne Scheiß. Also, oh, oh nein. Jetzt ist ein Stückchen Cremefüllung wieder weg. Also sind immer so kleine Portionchen von dieser Oreo-Creme drin. Wahrscheinlich, damit es nicht ganz so mächtig wird. Aber, boah, ist jetzt gerade runtergefallen. Aber es schmeckt abartig geil. Ein Träumchen. Oh, Oreo-Donut. Der hat echt einen Heiligenschein verdient. Das ist für mich das Gebäckstück dieses Winters. Es kann einfach nichts Besseres geben. Was soll danach noch kommen? Nach einem Oreo-Donut? Ich weiß es nicht. Ich liebe es. Und deswegen volle 10 Punkte, weil geil, weil im Backwerk, das heißt hier in Deutschland, überall verfügbar. Ich muss nicht nach Italien zum Nutella-Burger, denn wir haben hier was viel Geileres. Wir haben den Oreo-Donut. Und damit verkrafte ich auch sehr gut, dass ich keine Einhornschokolade von Rittersport bekommen habe. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war eine Inspiration und ich hoffe, euch schmeckt der Oreo-Donut genauso geil wie mir. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den schon probiert habt, ob ihr den schon gegessen habt. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen nach oben, kommentieren. Würde mich sehr, sehr freuen und das Video weiterempfehlen. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende oder wenn ihr das Video auch seht, einen wunderschönen Tag. Bis dann, tschüss.